bin da gerade in Igis beim Kunstwerkhandel und jetzt kaufen wir super guten Zirbenschnaps ein, gell, Luki? Jawohl! Ich bin hier gerade im Küter in Tirol und das ist im Winter hier ein Skigebiet, wie man ein bisschen sehen kann. Und hier gibt es auch eine ziemlich coole Besonderheit, nämlich da hinten, wie man sieht, ist ein Fußballplatz. Und zwar ist das der höchstgelegene Fußballplatz der Welt. Hier kommen Profis hin zum Trainieren, um sich ein bisschen Höhen zu akklimatisieren, um dann weiter unten eben etwas stärker zu sein. Nach dem Küter fuhr ich wieder zurück ins Inntal. Dort ein Stückchen weiter Richtung Westen und in Landeck bog ich dann Richtung Süden ab, um im Pfunz dann endlich in die Schweiz zu fahren. Vorher gerade in einen Tunnel gekommen und irgendwie ging das in die völlig falsche Richtung und ich habe mir gedacht, scheiße Mann, ich muss umdrehen, zum Glück ist ein zweispuriges Tunnel. Dann habe ich das erste Mal in meinem Leben im Tunnel umgedreht. Und jetzt habe ich gesehen am Navi, dass dieses Tunnel eigentlich das Gottschalk-Tunnel ist und das geht eh Richtung Nordwesten, wo ich auch hin will, also da will ich hin. Und ich habe nicht gecheckt, dass das Tunnel so eine Kurve macht. Und jetzt fahre ich halt außen herum über Klosters und komme dann wieder auf die richtige Straße da. Ich bin da jetzt am Campingplatz und heute habe ich die erste Ecke von meinen Koffern gekillt. Da sieht man, da ist die Ecke etwas abgefahren. Da habe ich mich wohl zu stark in die Kurve gelehnt und dann hat es einmal Rumsch gemacht und die Ecke war ab. Als Reaktion darauf habe ich jetzt einfach die Federdämpfung erhöht, indem ich bei meiner KTM hier dieses Rädchen da einfach verstellt habe. Das heißt, wenn ich jetzt schnell wieder um die Kurve fahre, dann sinkt das Motorrad hinten nicht mehr so leicht ein. Am Vortag bin ich von der Grenze in die Schweiz über Davos nach Landquart gefahren, wo ich wieder übernachtet habe. Am nächsten Tag ging es dann weiter über Glarus, über den Klausenpass und weiter über den Suschtenpass nach Nessental, wo ich wieder übernachtet habe. Hier ist jetzt Ende. Hier geht es nicht weiter. Durch den Schnee will ich es auch nicht probieren. Weil das hatte ich schon mal, durch den Schnee zu fahren. Und so gatschig und weich wie der Schnee da ist, macht das auf keinen Fall einen Sinn, hier weiterzufahren. Ja, das war's. Weit bin ich nicht gekommen, aber immerhin ein Stückerl.
Die Neugier war dann doch größer und ich konnte es einfach nicht bleiben lassen, durch den Schnee zu fahren. Und ich wäre auch wieder jämmerlich gescheitert, wenn mir Piotr nicht geholfen hätte, mein Motorrad durchzuschieben. Hey there, my name is Piotr. Piotr Kowalski. And I'm also a motorbike rider and also adventure rider. Maybe not so hard adventure like we did with Lukas. And actually, I am Polish, living in Switzerland and having fun in this, you know, nice area. And I currently just had a short try on that snow. But apparently failed. Best regards to all of you. Cheers.